meinem Schrebergarten, in meinem Schrebergarten. Es fallen ja Arbeiten an, so wie jetzt, wenn der Vorstand anberaumt Hecke schneiden, dann müssen wir natürlich sehen, dass sie zu der Zeit da sind. Sonst gibt's nachher Ermahnungen. Da bin ich Eva im Paradies. Es gibt schon mal so einen kleinen Ausbruch nach links oder rechts, aber das kann man mit vernünftigen Worten wieder auf die Reihe bekommen. Wie gehen wir auseinander? Niemals! Warum nicht? Weil wir so sexy sind! Wann darf ich dich erwarten? In meinem Schrebergarten. Die kannst du essen. Auf dem Boden. Die kannst du essen, die ist reif. Aber die lag auf dem Boden, Mama. Ja, das macht nichts, kannst ja waschen. Die jungen Leute, die also einen Garten bekommen, die nehmen nicht mehr so teil. Die haben ihren Bekanntenkreis, die nehmen das als Erholung, die sind gerne hier. Die sagen einfach, mit Vereinsleben, das möchten wir nicht. In meinem Schrebergarten, in meinem Schrebergarten. Es pflanzt sich immer wieder so das gleiche Alter fort, so ab 55. Na? Und gehalten werden die Gärten meistens so bis weit im Lebensalter 70, 75, auch 80. In meinem Schrebergarten, da ist für mich das allerletzte Paradies.